Es fällt uns nur in manchen Situationen des Lebens schwer, dass wir Verhaltensmuster wirklich verändern beginnen. Es gibt Situationen, da verändert jeder sofort sein Verhalten. Das sind Situationen, nun, ich meine, das können Sie sehr, sehr gut nachvollziehen, wo es ein Veränderungsmotiv gibt, manchmal sogar ein sehr massives. Nicht? Stellen Sie sich vor, Sie kriegen eine wilde gesundheitliche Diagnose gestellt, wo es wirklich ans Eingemachte geht, wo es schwierig wird oder damit auch umzugehen. Jetzt meine ich nicht nur Krebsdiagnosen, sondern wirklich, wo Sie wissen, wenn ich mein Verhalten so weiterführe, und jetzt sage ich was Banales, mein Ernährungsverhalten und mein Bewegungsverhalten in meiner Freizeit, ja, dann stehen die Chancen recht gut, dass ich irgendwann einmal tatsächlich unter irgendwelchen massiven Problemen zu leiden beginne. Ja. Wenn mir das ein Arzt sagt in einer Diagnose, dann wird mein Veränderungsmotiv sehr schnell sehr groß sein und ich werde mich verändern. Das heißt, eines ist einmal eine klare Antwort, das ist das Veränderungsmotiv. Ohne klaren Auftrag verändert sich der Mensch nicht. Deswegen sind so Neujahrsvorsätze natürlich immer zum Scheitern verurteilt, weil ein Vorsatz wie ich möchte gesünder sein, ja, so allgemeine Floskeln, das ist kein klares Motiv und kein klarer Auftrag für unterbewusste Areale in meinem Hirn wirklich etwas zu verändern. Also das wäre eigentlich die simpelste Antwort auf diese Frage. Man muss bei dem Thema, und das ist ja gut beforscht, unterscheiden, was ist der Moment, der Glücksmoment, jetzt in dem Moment vielleicht, und was ist so die retrospektive Sicht auf mein eigenes Leben? Wann empfinden wir unser eigenes Leben rückblickend als Glück? Und da habe ich gestern in dem Vortrag, den ich da in Graz gehalten habe, ja ausführlich auch darüber referiert, was Erinnerungen sind und wie Erinnerungen in unserem Hirn funktionieren. Und da kann man sehr viel Einfluss nehmen, wie wir über Dinge, die wir tatsächlich erlebt haben, sprechen beginnen. Und ich kann mir tatsächlich mein Leben schlecht oder schönreden beginnen, indem ich bestimmte Ausschnitte meines Lebens betonen beginne, Dinge, die halt gut funktioniert haben, bewusst beachte und darüber spreche, auch mit Freunden, mit meinem Umfeld. Oder ich kann genauso real über Dinge sprechen beginnen, die halt nicht so gut laufen. Die gibt es in jedem Leben, oder? Es gibt diesen Aspekt und jenen Aspekt und ich kann halt über den sprechen oder über den. Und so kann ich mir tatsächlich beginnen, mein Leben schlecht zu reden. Und ich habe gestern tatsächlich auch bei dem Vortrag einen Tipp noch gegeben und der hat gelautet, wie Dinge enden, ist so wichtig in diesem Zusammenhang. Wenn ich immer jeden Tag schlecht enden lasse, mit negativen Botschaften, mit schlimmen Nachrichten im Konsum, ja, dann wird es irgendwann auch vielleicht dort enden, wo ich insgesamt sensibler wäre diesen negativen Nachrichten gegenüber und dann entsteht ein Trend in meinem Leben, wo ich immer mehr diese negativen Dinge auch bewusst wahrnehmen beginne, darüber spreche und dann braucht man sich nicht wundern, dass ich es unglücklicher, belastender, stressiger, angstbesetzter empfinden beginne, nämlich mein eigenes Leben. Die eigenen inneren Widerstandskräfte zu stärken, ist gar nicht so trivial auch zu beantworten. Nicht? Resilienz ist so ein Schlagwort, das momentan zu diesem Thema überall grassiert. Die Resilienzforschung, um es vielleicht so zu beginnen zu beantworten, ist eine Forschung, die eines zutage befördert hat, dass wir im höchsten Maße, wenn es uns schlecht geht und wir genau das brauchen, nämlich innere Widerstandskräfte, abhängig sind von unserem sozialen Umfeld, von Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit meines Umfelds. Das heißt, das ist eigentlich eine recht tragische Antwort im ersten Schritt, dass wir abhängig sind von anderen. Das heißt, wenn wir richtig am Boden liegen und es uns schlecht geht, nach üblen Diagnosen, nach Verlust naher Angehöriger oder ähnlichen schlimmen Dingen im Leben, dann sind wir abhängig davon, dass mir andere Optimismus und Energie spenden, wenn sie so wollen. Und nicht, ich sage einmal, das Gegenteil tun, weil sie dann selbst mit verzweifelt sind in vermeintlicher Empathie und das noch schlimmer machen. Sondern brauchen wir Menschen, die tatsächlich Energie spenden, uns Perspektive, Zukunftsperspektive vielleicht sogar geben, damit eines wieder passieren kann, Vorfreude in meinem Leben. Das heißt, wir sind abhängig im Grunde genommen. Aber ich kann auch, wenn man jetzt von dem weniger tragischen Fall, also ich liege nicht emotional total am Boden und bin ganz verzweifelt in meinem Leben, also ich bin nur schlecht drauf, dann kann ich schon selber viel beitragen. Und das hat viel mit Jammerkultur zu tun. Wir leben in einer Kultur, wo Zynismus und Jammern halt so omnipräsent ist. Und man kann natürlich sagen, das war auch immer schon so. Aber wir sehen einen Trend, dass das mehr wird. Es wird auch deswegen mehr, weil wir heutzutage durch die digitalen Kommunikationsmedien relativ schnell uns einigen können. Einigen auf gemeinsame Feindbilder, wer schuld dran ist, dass es uns nicht gut geht. Das geht im Internet ja relativ schnell und in den sozialen Medien, weil man ganz schnell Menschen findet, die alles liken. Die finden es dann super, wenn man es den anderen wieder mal reinsagt. Nicht? Und dann entsteht auch so etwas wie Wahrheit. Was es aber nicht sein muss. Es kann vielleicht nur Teil der Wahrheit sein, Teil der Wirklichkeit sein. Aber wenn wir uns darauf einigen, dann sind wir uns plötzlich sicher. Sicher, wer schuld dran ist, dass es mir gerade so schlecht geht. Nicht? Dann einigen wir uns auf einen Schuldigen, auf einen Feind. Und dann haben wir plötzlich Feindbilder kreiert, das sind die Politiker, das sind die Firmeneigentümer, das ist mein Vorgesetzter, das ist irgendwer in der Familie. Nur Hauptsache wir nicht. Und plötzlich fühlen wir uns als Opfer.
Wir verstärken dann etwas. Und das ist eine Antwort auch auf Ihre Frage. Wenn man inneren Widerstandskräfte wirklich stärken will, dann muss man eines verstehen, dass nur darüber reden, wer schuld dran ist, auch wenn es faktisch stimmt, keinen Sinn macht, sondern Handeln macht Sinn. Es ist ein Begriff, finde ich, der so wichtig ist, den jeder verstehen sollte, dass Selbstwirksamkeit, sich zu erhalten, das A und O ist. Was ist das? Das ist eine Grundhaltung, eigentlich ein Gefühl. Ein Gefühl, dass ich selbst dazu beitragen kann, wie es mir selbst geht. Selbstwirksamkeit. Unsere Patienten, wenn ich es ein wenig jetzt überspitze, die sind vom Gegenteil überzeugt. Die wissen genau, dass sie selbst gar nichts dazu beitragen können, wie es ihnen selbst geht, sondern das müssen andere tun. Die sagen nur nicht mehr, sind die Rahmenbedingungen oder die sind schuld. Und das ist ein fataler Prozess. Das Tagträumen ist deswegen so wichtig und deswegen betone ich es ja auch immer wieder, weil wir damit eines eventuell verstehen können, das ist ja nur ein Begriff, ja, dass wir Abstand brauchen. Immer nur zu funktionieren, immer nur sich zu entertainen und zu bespielen mit Informationen, positiv wie negativ. Jetzt meine ich damit, auf Endgeräten wie Tablets oder Smartphones permanent Informationen abzurufen. E-Mails, Nachrichten, positiv wie negativ, bedeutet, dass mein Hirn nie offline geht. Und wenn wir nie offline gehen, haben wir mittlerweile festgestellt, dass eben ein Netzwerk in unserem Gehirn nie mehr aktiv wird. Und das bezeichne ich als das Tagträumernetzwerk und deswegen spreche ich darüber. Und jetzt muss man nur wissen, warum ist dieses Netzwerk so wichtig? Weil nur in diesem Netzwerk sind Sie in der Lage, eine Außenperspektive auf Ihr eigenes Leben einzunehmen und von außen drauf zu schauen und sich simple Fragen zu stellen. Fragen wie, ob es überhaupt passt in Ihrem Leben, ob Sie überhaupt den richtigen Job machen, ob Sie den richtigen Partner sich ausgesucht haben, ob Sie Ihr Geld in die Dinge investieren, die Ihnen wirklich wichtig sind, oder ob Sie es nur tun, weil es Ihr Nachbar will, ja, weil Sie den beeindrucken wollen jetzt. Diese Fragen, die so simpel klingen, stellen sich ganz viele Menschen nicht mehr, weil sie halt nur Scheuklappen aufhaben, im To-Do-Listen-Abhack-Modus funktionieren und dann eines eben bemerken könnten, aber es eben bewusst nicht tun, dass sie eben nie mehr tagträumen, nie mehr loslassen. Jetzt verwende ich einen anderen Begriff, der es vielleicht eher erklärt, sehr einfach erklärt, dass sie nie mehr sinnieren, eigentlich keine Muse mehr haben. Das ist die Welt, in der wir leben. Die digitalisierte Welt ist die Welt der Nicht-Muse. Und das hat einen Impact, das macht was mit uns. Wir werden oberflächlich, wir werden ungenau. Und ja, dieses Ungenaue und dieses Oberflächliche, das sorgt dafür, dass wir manche Dinge gar nicht bemerken, die wir, wenn wir ein bisschen mehr Abstand und Zeit hätten, sehr wohl bemerkt hätten und Kurskorrekturen im eigenen Leben vorgenommen hätten. Und wenn wir dann zurückschauen, könnte es auffallen, dass wir da oder dort an einer Kreuzung im Leben anders abzweigen hätten können. Naja, warum Menschen glücklicher, begeisterter, motivierter vielleicht sind als andere Menschen, hat viele Ursachen. Eine Hauptursache ist tatsächlich auch unsere Erbanlage. Es ist auch unsere primäre Erziehungserfahrung, also in den ersten Kindheitsjahren. Also vieles ist eigentlich schon Vergangenheit, ja, und vieles ist passiert. Aber es gibt einen nicht unbeträchtlichen Teil in unserem Leben, den können wir durch unser Handeln als Erwachsener massiv beeinflussen. Ob wir eben motiviert sind, begeisterbar noch sind oder eben nicht. Das eine ist die Neugier, das andere ist aber etwas, was ich gestern auch bei dem Vortrag in Graz als die Rasenmäherlogik bezeichnet habe. Das ist etwas ganz Simples, das nur eines beschreibt, das auch jeder Laie jetzt verstehen kann, der nicht weiß, wie unsere Belohnungszentren in unserem Gehirn, die uralt sind, funktionieren. Die funktionieren nach einem sehr simplen Prinzip. Es müssen im Grunde genommen nur zwei System- oder Rahmenbedingungen erfüllt werden, damit dieser ganz archaisch kleine Teil mitten in unserem Gehirn ein Hormon produziert, das so elementar wichtig ist für diese Begeisterung und diese Motivation von mir aus in unserem Leben. Das Glück, jetzt, deswegen habe ich jetzt kurz gezögert, würde ich jetzt gar nicht nur bezeichnen, das ist zu umfassend. Aber diese Motivation, wenn Sie so wollen, das nennt man Dopamin, dieses Hormon. Das ist ein Hormon, das an unsere Opioidrezeptoren andockt, also richtig Laune macht. Das macht richtig eine gute Stimmung in unserem Körper und das hat einen Sinn in der Evolutionsbiologie, dass wir, wenn wir das produzieren, bereit sind, dort mehr und mehr Energie zu investieren, um es wieder zu erlangen. Nämlich genau dieses Gefühl, das mit der Produktion dieses Hormons einhergeht. Das ist so süß und attraktiv, dass wir es eben wieder wollen. Es ist wie ein Verkehrsleitsystem, ein Energieleitsystem in uns. So, wann wird es also produziert? Das sind diese zwei Systembedingungen, die ich gerade angesprochen habe. Eins, wir müssen grundsätzlich bereit sein, Energie zu investieren. Menschen, die das nicht können oder nicht wollen, die haben ein grundsätzliches Problem. Wir werden dieses Hormon in sehr unausreichendem Maße produzieren. Wer kann es nicht? Beispiel Langzeitarbeitslose.
Wir haben die schlimmsten Burnout-Fälle auch dort, weil wir dort nicht nur den Selbstwert verlieren, sondern auch keine Energie mehr investieren können in irgendetwas. Und damit natürlich diese Feedback-Schleife, warum wir Energie investieren, nicht mehr langen. Und das ist die Systembedingung 2. Wir müssen zeitnah sehen, wofür wir uns anstrengen. Den Fortschritt unserer Energieinvestition, den müssen wir sehen. Und deswegen nenne ich das die Rasenmäherlogik. Kann sich jeder vorstellen, dass ich vorne lang das Gras und es ist hinten ein bisschen kürzer, wenn ich drüber fahre. Ich sehe zeitnah sofort Ursache, Wirkung meiner eigenen Energieinvestition. Es ist absurd. Die Welt, in der wir leben, die gibt mir Rückmeldungen über Fragen an Manager beispielsweise, wie sie sich entspannen, genau zu solchen Themen. Die sagen mir zum Teil, sie können sich nur mehr bei handwerklichen Tätigkeiten, beim Rasenmähen entspannen, weil Ursache und Wirkung in der so komplex und kompliziert gewordenen Welt kaum mehr sichtbar ist. Wir leben in einer Welt, da sieht man das alles nicht mehr, in der digitalen vor allem. Da ist Ursache und Wirkung irgendwie defragmentiert oder fragmentiert und irgendwie verschleiert. Wir sehen es nicht mehr. Das heißt, das gehört auch so zum Selbstmanagement des Einzelnen dazu. Und das könnte sogar ein Tipp sein, wenn Sie so wollen, dass wir das wieder in unserem Leben irgendwo brauchen, was handwerklich ist. Wir müssen das sehen. Sonst wird das alles ein bisschen zu kompliziert und wir produzieren zu wenig von diesem Hormon. Und ja, man kann es auch in der Arbeitswelt sicherstellen, damit wir schauen, oder wir müssen dann letztendlich auch schauen, dass Ursache und Wirkung sichtbar wird in unserem Leben. Das ist bei Ihnen als Journalist relativ einfach. Sie machen ein Interview, Sie schreiben es oder Sie drehen es und schneiden das und sind dann fertig. Sie sehen Ihr Werkstück. Es ist aber nicht bei jedem Job gleichermaßen der Fall. Und dort wird es schwieriger. Und dort gibt es aber auch Techniken, dass man das tut. Aber wenn man darauf nicht achtet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir eben dort ein bisschen zu wenig Dopamin produzieren. Und das spüren wir eben daran, dass wir weniger motiviert sind. Und eigentlich, und das ist das ganz Schlimme, den Sinn an der Sache nicht mehr erkennen. Es wird sinnlos.